Hallo, mein Name ist Helmut, ich komme aus Tirol und ich zeige in diesem Video, wie man diesen Klassiker von Bob Dylan als Instrumentalstück auf der akustischen Gitarre spielen kann. Kaput das habe ich am zweiten Bund, beginne mit diesem Intro, das wird im Original 3-4 Mal gespielt. Ich spiele es jetzt 2 Mal. Beginnt mit einem G, ganz normales Schlagmuster. Down, down, up, up, down, up. Und beim zweiten Takt kommt dann ein neuer Griff dazu. Ich bleibe auf G mit diesen 2 Fingern. 6. und 1. Seite und zusätzlich spiele ich ein C und das hämmere ich hinauf. Jetzt spiele ich die ersten 2 Takte. 3, 4. Noch einmal. 3, 4. Kommt jetzt die Gegenbewegung. Ich spiele ein Pull-off. Ich spiele es jetzt im Zusammenhang, dann ist, glaube ich, relativ klar, also vom Anfang an bis zu dieser Stelle hier. 3, 4. Schneller. 3, 4. Und jetzt beginnt die Strophe mit G. 3, 4. Noch einmal 3, 4. Noch wieder etwas schneller. 3, 4. Gibt es jetzt ein kleines Problem, dieser Zweier. Einmal spiele ich ihn mit dem Ringfinger beim ersten Mal und beim zweiten Mal spiele ich ihn mit dem Mittelfinger, damit der Bass nicht verloren geht. Ich spiele es jetzt ganz langsam. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, also 2 Takte lang C. Und dazu kommt jetzt die Melodie. 3, 4. Noch einmal 3, 4. Also wichtig, dass der Wechselbass immer weitergeht. Ich spiele noch einmal, also nochmal diese 2 Takte. 3, 4. Ringfinger, Mittelfinger. Der Takt der 3. Zeile mit D. Ich spiele es noch einmal von hier weg bis zum Schluss. 3, 4. Noch einmal, vielleicht etwas schöner. 3, 4. Wiederholen. Ich wünsche jetzt viel Erfolg beim Üben und bis zum nächsten Mal.